Es ist ein grosser Moment für Gabriel. Zum allerersten Mal sitzt der 7-Jährige in der Schule und wird feierlich von seinen neuen Gespönchen empfangen. Der zerebral gelähmte Bub ist mit Zweit- und Drittklässler in der Lerngruppe und hat sich sehr auf die Schule gefreut. Weil dann kann man etwas lernen. Kann man lernen, alleine Lift fahren und alleine rechnen. Der Gabriel ist 3 Monate zu früh auf die Welt gekommen. Sein Hirn ist darum geschädigt und er sitzt im Rollstuhl. Heute haben sie das Grossi und den Grossvater begleitet, weil die Eltern nicht können. Und sie sind mächtig stolz auf den Erstklässler. Weil er ist der erste Enkel und wir begleiten ihn schon sehr lange. Und so, weil er so Freude hat, weil er den ersten Tag hat. Und das ist für uns auch wichtig. Neben dem Gabriel werden noch 81 weitere Kinder mit Behinderungen an der SKB unterrichtet, vom Kinski bis in die Oberstufe. In einer 9. Klasse hat der Stadtzürcher Schulvorsteher Gerold Lauber Platz genommen. Er hat heute nicht in irgendeiner Schule schauen. Das ist ein ganz ein wichtiges Angebot, das wir schon lange die Schülerinnen und Schüler betreuen. Was ein bisschen vergessen geht so im Alltag. Und darum haben wir gefunden, es ist wichtig, mal diesen Aspekt, die Gelegenheit zu geben, die Schule das Angebot kennenzulernen. Die Stadt betreibt insgesamt 3 solche Schulen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und da sind die schulischen Lernziele zweitrangig. Es gibt Kinder und Jugendliche, bei denen ist das Lernen schlucken, essen. Bei denen ist das Lernen, sich erleben, sich im Raum erleben, seine Empfindungen spüren. In der grossen Pause gibt es ein Willkommensritual für die 6 Kindergärtler und Schüler, die heute neu dazugekommen sind. Auch der Gabriel darf mit unter das farbige Tuch. Für den 7-Jährigen ist jetzt aber schon klar, was seine Lieblingsschulbeschäftigung ist. Ich tue am liebsten die ganze Zeit malen. Trotz viel Freude am ersten Schultag hat Gabriel heute seinen Hund Max vermisst und freut sich besonders, ihn am Abend wieder zu sehen.